Hallo und herzlich willkommen im Back to Volley. Heute rede ich mal ein bisschen weniger zu Anfang. Psalm 90 aus der Volksbibel. Und es gibt diesmal eine Rap von Mose. Also nicht ein Rap, den man essen kann, sondern ein Rap, so ein Sprachgesang. Oder wie man es immer nennt. So. So hat der Mose mal gebetet. So hat der Mose mal gebetet, der ein Mann Gottes war. Chef, bei dir fühle ich mich hier sicher. Du beschützt mich sonnenklar. Du warst schon da, bevor der erste Berg geboren wurde. Noch bevor das Universum stand und auch noch vor der Erde. Du bist der allererste Anfang und du bist auch der letzte Schluss. Jeder Mensch wird wieder zur Erde. Ja, ich rede hier keinen Stoß. 1000 Jahre sind für dich nur ein einziger Tag. Sie sind so lang wie für uns ein kurzer Augenschlag. Menschen sind für dich wie kleine Wellen am See. Sie fließen, sind so wabbelig und fest wie Himbeergelee. Morgens blüht noch ihr Leben wie eine Blume am Strand. Doch am Abend sind sie tot wie eine Qualle am Land. Denn wenn du sauer bist, vergammeln wir und müssen dann sterben. Der ganze Dreck, den wir uns leisten, den kann keiner verbergen. Weil du so wütend mit uns bist, verkürzt du unsere Leben. Es geht vorbei, fast wie ein Wind. So wenn wir weinen im Regen. Mit Glück, da feiern wir den 80. oder den 90. Geburtstag. Doch was bringt's? Es ist ja nur wie ein ganz kurzer Augenschlag. Das Leben geht vorbei im Sturzflug. Und die Jahre, die fliegen. Ja, wer kann denn deinen Zorn auch noch mit Zahlen abwiegen? Bring uns bei, die Tage zu zählen, damit wir es endlich mal schnallen. Gott, komm und höre uns doch mal zu. Wie könnten wir es sonst rallen? Bitte, sei nett mit uns, lieb uns, wir gehören zu dir. Und schenk uns deine Liebe auch schon morgens um 4. Dann gehen wir ab vor Freude. Ja! Bis an das Ende der Zeit. So viele Jahre war das Leben voller Schmerz und Leid. Lass seine Kinder wieder sehen, was du für sie getan hast. Zeig uns deine ganze Macht und was du alles so machst. Du bist ein guter Gott, freundlich, du bist nah in der Not. Bitte gib unseren Händen Kraft, wenn wir schuften für Brot. Ja, mein Handy hat sich auch gerade gemeldet. Damit vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das hier war der Psalm 90 aus der Volksbibel. Und bis zum nächsten Mal, sagt ihr auch schon, der Aktuelle. Tschüss.